Yeah. Das Album ist aus. Ihr habt fleißig zugehört. Ich hoffe, ihr habt euren Gefallen daran gefunden. Dein Vater auf Koks hat nichts mehr zum Ziehen. Aber er hat euch noch ein paar Worte zu sagen. Hört mal zu nochmal bitte. Danke. Im gedämpften Licht siehst du einen Typen, der gerade mit den Wänden spricht. Von seinen Ängsten getrieben, an den Händen schwitzt. Er ist am längsten geblieben und am Ende sitzt er hier von etwas angetrieben, das ihm oft verspricht, dass alles besser wird, doch heute noch nicht. Er sucht ein Licht, denn irgendwann verläuft das sich. Zwischen den Leuten ist nichts, was sie noch halten kann. Er nimmt andere Gestalten an, um sich etwas abzuwenden von der Masse. Raus ist Nasse in der Hand, eine Flasche. Er benutzt sie gern als Waffe, sucht schon länger diese Trasse, die eine Verbindung ist. Raus aus dieser blinden Sicht hinein in eine bessere Welt. Doch die befindet sich aber 1000 Kilometer weg vom tristen Erdboden. Langsam wird ihm klar, weshalb die Ritter auf dich Schwert zogen und es in den Himmel hoben. Das war ein Zeichen nach oben. Ich hab zu viel gezogen. Poesie entsteht durch Drogen. Ich habe alles erreicht, die Mine leer und das Gekritzel verbleicht. Die Leute schwimmen in dem Teich, wenn sie klein und auch seich. Doch sie kommen nicht raus, alle sind wie Puppenhaus. Willkommen im Puppenhaus, viele von ihnen gucken rauf. Man hört ihren Hilfeschrei, nach diesen letzten Strophen ist bei mir jede Silbe frei. Ich habe keine Zeit mehr, um mich aufzureden. Nehme meine letzten Texte und fang dann an drauf zu treten. Viele von euch sollten beten, dass der Gott ihm helfe. Ich wünsche euch 4 Blätter auf einem Kleeblatt plus eine Elfe. Wer sich gegen mich stellt, sie kann gerne einfach durchgehen. Schaut in meine Augen, könnt ihr da noch etwas Furcht sehen? Yeah, und mit diesem Satz verabschiedet sich der beste Rapper RDK von den ganzen Zuhörern. Ich hoffe, euch hat mein Album gefallen. Ich hoffe, dein Vater auf Koks war sehr gut zu dir. Ich werde noch ein wenig ziehen und dann in den Himmel fliegen und vielleicht nochmal ein Album machen. Vielleicht, man weiß ja nie. RDK, der unglaublichste Rapper der ganzen Welt. Ha!